So, und da sind wir mal wieder bei Goodbye Deponia. Ich begrüße euch hier zurück bei diesem kleinen Meisterwerk. Oh, und wir waren hier. Ich wusste nicht ganz genau, wie man jetzt weiterkommt. Glaube ich. Also ich bin gerade auch relativ raus, muss ich jetzt auch einfach mal sagen. Tja. Ich muss hier gerade mal eine Komplettlösung lesen. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Aber naja. Naja, naja. Warte mal, wir haben was vergessen, sehe ich, lese ich gerade. Ins Rebellenlager. Man muss nämlich einfach mal ein bisschen die Augen aufmachen. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Dann eben nicht. Alter, die Alte ist so cool, ganz ehrlich. Ich feier die. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Okay. Können wir damit irgendwas machen? Ich kann es kaum erwarten, diesen Kuhfuß auszuprobieren. Aber nicht an meinen eigenen Sachen. Die brauche ich doch noch, um Gutes zu tun. Hat er jetzt recht, ne? Wenn wir dem blinken Rufus den Kuhfuß geben, wenn wir damit die Kiste oben auf dem Wagen aufbrechen. Links. Haha. Gut. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch! Hey, ihr Zwerge! Anmarsch! Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Alter. Ja. Einfach mal die Kinder missbraucht. So geht's natürlich auch. Machen wir die Kiste auf. Bananen. Naja. Hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Das kommt mir hier so ein bisschen. So, wir müssen wieder runter, ne? Das war mindestens eine 10.0. Denke ich auch. Was haben wir denn vor mit dem Äffchen? Und der Banane? Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotty. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Hey! Lol. Komm zurück, du Affe! Mist! Okay, das ist kein Äffchen mehr. Was haben wir jetzt denn bewirkt? Kann ich mir die Kurbel ausleihen?
Nimm ruhig. Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen. Mhm. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Ja, klar. Oh, ich muss im Herrn noch so mal ein bisschen gehen hier, weil ich bin so echt ein bisschen müde. Ja, das ist eine super Idee. Auch in diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Au revoir, mes amigos. Möge dieser Wagenheber euren Wagen in ein besseres Leben heben. Eben. Eben. Rufus. Oh. Poet, Menschenfreund, Rückenpatient. Oh. Okay. Hm. Noch hier. Na los, ihr kennt das, Kusch. Gut. Was haben die denn da? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andern Mal. Vielleicht. Vielleicht. Müssen wir gerade mal... Wenn die da nach oben fahren, besteht ja theoretisch die Möglichkeit, dass sie den dann nicht mehr brauchen, weil oben ist ja... Naja, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es am Tage oben wärmer ist als in der Kanalisation oder sowas. Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Ich warte einfach, bis ihr eingeschlafen seid. Nein, Rufus. Nein. Wir... Ja. Ich habe vollkommen verstanden. Oh Gott. Ich glaube, Rufus hat was vor. Wir kurbeln die gerade nochmal nach oben. Komm hier runter, Rufus. Zack, zack. So. Boah, ich muss mich mal richtig hinsetzen, um Gottes Willen. Okay, jetzt sind die aber weg, ne? Wo wohl die ab? Ach, warte mal, nee. Wir brauchen ja... Wenn die hochgefahren sind, dann sind die ja jetzt theoretisch... direkt mal so hier so. Nebenan. Genau. Hallo. Ich glaube, die sind nicht so glücklich darüber. Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Habe ich das? Sehr seltsam. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Tja, jetzt hat er ein bisschen Amnesie, ne? Ihr beide seid so richtig zusammen. Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Okay. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht ihr halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Ja. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Ciao, Rufus.
Liegestuhl. Ich habe hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Was alles in so einen Mantel passt. Okay, Klappstuhl-Gun. Und Jun. Ist er nicht süß? Wer jetzt so? Ach, Gun. Ja, und wie? Nein, das meintest du ernst, ne? Ja. Was ist denn jetzt? Warte mal. Geht es voran? Nicht wirklich. Was ist denn das hier? Ich wünschte, man hier muss ich auch Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Wir wollten noch eine Bedienungsanleitung. Sie hat doch eine. Oh Gott. Hey, du komm schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Okay. Was ist denn, wenn wir... Oh, ich hab so böse Gedanken, aber gut. Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja. Oh oh. Huh. Nee, warte mal, was mache ich denn da? Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt, aber nein! Scheiße. Sie weint so bitterlich, das kann ich einfach nicht mit ansehen. Nur dann schau doch weg. Oh, da wollte er gerade noch was sagen. Ah, nein. Heute nicht. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. So, warte mal, traurige June. Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Gun und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Oh. Oh. Vielleicht mit dem Äffchen? Ach komm, Äffchen mag doch jeder. Worauf wartest du noch? Ich hab gesagt, ich will meine Kurbel zurück. Ach, Kurbel? Ja klar, so hat das Sinn. Ich hab immer Wurbel verstanden. Da liegt doch deine Kurbel. Hey, aber nein! Dann nimm doch deine Kurbel, Manu. Ich hab gesagt, aber nein! Ja, dann nimm doch deine Scheißkurbel! Bah! Ja klar, ich hab im... Einfach mal ausflippen, Alter. Kurbel. Hey, ich hab gesagt, genug, aber nein! Ach so. Ja, so macht das natürlich Sinn. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo. Okay, jetzt hat die Kurbel wieder eine Orgel. Nee, die Orgel wieder eine Kurbel. Kann ich mir die... Nimm ruhig, ich brauche und dies... Okay, nein, wir haben ja genug... Aber denk dran! Wir haben ja nicht genug... Wir haben genug gekurbelt.
Hier. Na, steck. Okay. Ach, Mann. So ein Mist hier. So ein.